Ja, ich denke, das Spiel war mit gemischten Gefühlen. Ich glaube, die Wiener ist besser reingestartet. Die ersten 30 Minuten, also wir haben eigentlich den Ton angegeben und wir haben uns aber eigentlich dann gut zurückgekämpft und hatten eigentlich dann in den letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit das Spiel in der Hand und haben auch das Spiel dirigiert. Und auch in der Halbzeitpause wollten wir uns das vornehmen, dass wir weiterhin so nach vorne spielen. Jedoch kam dann die gelb-rote Karte, was uns halt zurückgeschlagen hat. Aber nichtsdestotrotz, wir haben dann das 1-0 gemacht und leider nicht bis zu 90 Minuten das 1-0 verteidigen können. Und mit einem blöden Tor, beim Eckballtor, das müssen wir halt besser verteidigen. Das werden wir analysieren und nächste Woche ist das Niederösterreich-Derby und da hoffen wir, dass wir einfach 3 Punkte nach Hause mitnehmen können. Für den Gegner finde ich, wir hätten doch, dass wir vielleicht mehr Zeit haben zum Auszuspielen. Die haben uns schon sehr unter Druck gestellt halt und wir haben sie dann doch ein bisschen schwerer da, erste Halbzeit. Aber ich finde, wir waren trotzdem immer dabei und man hat nicht so das Gefühl gehabt, dass sie jetzt da zwingend eine Torschance machen. Zweite Halbzeit sind wir dann, finde ich, besser reingekommen. Durch die gelb-rote Karten ist halt natürlich alles gegen den Spielverlauf gelaufen. Und ja, haben aber zum Glück dann sogar das 1-0 geschossen und haben halt die letzte halbe Stunde, 40 Minuten halt das Tor verteidigt. Ist uns auch sehr gut gelungen, muss ich sagen. Ja, durch ein Standardtor halt dann das 1-1 kriegen. Ja, aber mit dem Punkt können wir durchaus zufrieden sein, glaube ich. Ja, meine Gedanken und Gefühle sind in erster Linie beim Mali, ja, weil der einfach brutal gefoult wurde und ins Krankenhaus ist und das natürlich auch ein Schock für uns war, ein Schock für die Mannschaft war und wir einfach Zeit gebraucht haben, uns davon zu erholen und ja, gerade gegen Ende erster Halbzeit, wo es ein bisschen besser lief und dann auch nach der Halbzeit, wo wir uns in der Halbzeit einfach viel vorgenommen haben und dann kommt schnell die gelb-rote Karte mit der nächste Schock und dann reagieren die Jungs trotzdem wieder geil und machen direkt das Tor und dann wollten wir das Ding ähnlich wie in Lafnitz einfach in Unterzahl sehr, sehr leidenschaftlich verteidigen. Ist uns über weite Phasen auch gut gelungen, haben uns gut dazwischen geworfen. Konnten selber dann leider keinen Druck mehr ausüben oder torgefährlich werden und ist ärgerlich, dass durch den Standard dann der Ausgleich fällt, weil wir vorher eigentlich viele Standards sehr gut wegverteidigt haben. Es ist immer schwer zu sagen, wie so ein Spiel ausgeht, wenn das Foulspiel am Anfang nicht ist, wenn der Gegner die berechtigte rote Karte bekommt nach 3 Sekunden. Aber am Ende, muss ich sagen, haben wir hier gegen einen sehr starken Gegner, der einfach schwer zu bespielen ist, auch von anderen Menschen schon gewesen ist, haben wir in Unterzahlen einen Punkt geholt und den nehmen wir dankbar mit. Und wenn wir in dem Rhythmus bleiben, dass wir auswärts punkten und unsere Heimspiele gewinnen, dann unterschreibe ich das gerne.